Da ist Antimon, Arsen und Aluminium, Selenia und auch Wasserstoff und Sauerstoff und Stickstoff und auch Rhenium und Nickel, Neodym und auch Neptunium, Germanium und Eisen, Americium, Ruthenium, Urania und Europium, Zirconium, Lutetium, Vanadium und Latan und auch Osmium und Astat und auch Radium und Gold und Protactinium und Indium und Gallium und Jod und auch noch Thorium und Thulium und Thallium. Da ist Yttrium, Ytterbium, Actinium, Rubidium und Born, Gadolinium und Niob und Iridium und Strontium, Silizium und Silber und Samarium und Bismut, Brom und Lithium, Beryllium und Barium. Da ist Holmium und Helium und Hafnium und Erbium und Phosphor und auch Francium und Fluor und auch noch Terbium und Mangan und Quecksilber, Molybdän und auch Magnesium, Dysprosium und Scandium und Cäer und auch noch Cäsium und Bleipasiotym und auch noch Platin und Plutonium, Palladium, Prometium und Kalium, Polonium und Tantal und Technetium, Titan und auch Telluria und auch Cadmium und Calcium und Chrom und auch noch Curium. Da ist Schwefel, Kalifornium und Fermium, Berkelium und auch noch Mendelevium, Einsteinium, Nobelium und Argon, Krypton, Neon, Radon, Xenon, Zink und Rhodium und Chlorkohlenstoff, Kobalt, Kupfer, Wolfram, Zinn und Natrium. Da ist Hassium, Laurentium, Darmstadtium und Dubnium, Meitnerium, Kopernicium, Moskovium, Flerovium, Röntgenium, Radafordium, Nihonium, Siporium, Organesson, Tennis und auch Livermorium und Borium. Das sind laut Harvard alle zu den aktuellen Stunden. Und vielleicht gibt es noch mehr, doch hat man sie noch nicht gefunden.